Habt ihr schon gebucht? Habt ihr irgendwie gebucht? Ich glaube, da müsst ihr gucken, weil die eine ungewöhnliche WG ist da in Bochum entstanden. Hasib Hajan ist erst seit 5 Wochen in Deutschland. Er und seine Frau Nura sind vor dem Krieg in Syrien geflohen. Seit 3 Wochen wohnen sie bei Angela Siebold. Sozialarbeiter Serdar Hajo hat sie miteinander bekannt gemacht. Serdar hat mir Fotos geschickt und hat gesagt, das sind die beiden. Dann habe ich ein Foto geschickt. Das geht ja alles jetzt über Facebook und über die neuen Medien. Wir, weil und denn und dann. Ich wohne hier alleine, seitdem mein Mann tot ist. Und ich wohne alleine auf 150 Quadratmetern. Und da kriegt man schon ein schlechtes Gewissen, wenn man weiß, dass andere sich sehr, sehr beengen müssen. In eine Zeltstadt oder eine Turnhalle brauchte das Pärchen aus Syrien nicht einziehen. Sie haben Architektur studiert und wollen möglichst bald eine Arbeit finden. Mit einem Studentenvisum konnten sie einreisen und leben jetzt von ihrem Ersparten. Bei Angela Siebold wohnen sie umsonst. Wir waren sehr aufgeregt, weil wir eine neue Art zu leben erfahren sollten. Mittendrin in der deutschen Gesellschaft und mit sehr engem Kontakt zu einer Deutschen. Gleichzeitig hatten wir Sorge, wie das funktionieren würde, weil wir aus unterschiedlichen Kulturen kommen. Also wir wussten nicht, wie das sein würde. Ich denke, ich bin da ziemlich unkompliziert und ich möchte das vor allen Dingen auch bleiben. Wenn man alleine lebt, wird man ja vielleicht irgendwann mal komisch. Besteht zumindest die Gefahr und auf die Art und Weise, denke ich mal, man profitiert ja voneinander. Nura kocht für alle Arabisch. Dafür lernt Angela Siebold mit ihr Deutsch. Das gehöre jetzt eben zu ihrem Alltag. Was brauchen wir noch? Salat? Okay. Hätten Sie denn auch eine Familie mit Kindern aufgenommen? Ja, hätte ich auch. Ja? Das Einzige, wo ich so gesagt habe, dass ich das nicht unbedingt will, wäre jetzt einen einzelnen jungen Mann. Das hätte ich nicht unbedingt gewollt. Ja. So, dann fühlt man sich, glaube ich, doch irgendwie anders. Aber so finde ich, ist es ganz schön, weil es ist auch gut. Ich bin ja beruflich viel unterwegs, wenn ich dann weiß, die beiden sind hier, ja, dann ist das natürlich auch ein gutes Gefühl. Ich reise anders weg und ich komme auch anders wieder, weil ich weiß, hier sind welche. Das ist schon schön. Ja. Ich überzeuge euch von. Angela Siebold engagiert sich schon seit 40 Jahren für Zuwanderer und Flüchtlinge. Heute gibt sie Managerseminare, in denen es um das Verständnis zwischen unterschiedlichen Kulturen geht. Für wie lange ist denn die WG hier geplant? Gibt's da irgendwie? Es gibt keinen Endpunkt, also so lange Ende offen. So lange, wie die beiden gerne hier wohnen möchten. Oder so lange, bis sie auf eigenen Füßen stehen. Ja, also ich denke, irgendwann werden sie das wollen. Basel ist auch aus Syrien geflohen. Er lebt seit 1,5 Jahren in Bochum. Seit einer Woche wohnt er bei Ulrich Pieper. Eigentlich wollte er Pharmazie studieren, aber dann konnten seine Eltern in Syrien ihm kein Geld mehr schicken. Ulrich Pieper lebt alleine und ist Lehrer. Ein Kollege von ihm stammt auch aus Syrien. Eines Abends brachte dieser Kollege den Basel mit und sagte, das ist Basel und Basel hat seit 4 Monaten keine Wohnung. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kann er bei mir wohnen.
Ich hätte sonst, wäre ich vielleicht nicht auf die Idee gekommen, hier meine Wohnung anzubieten, weil es ist keine abgeschlossene Zimmer, es ist keine autonome Wohnung, sondern wir haben ja Küche und Bad und so weiter alles zusammen und oben, das ist mein Wohnzimmer, wo Marcel jetzt wohnt, aber als ich erfuhr, dass er nun seit 4 Monaten überhaupt keine Wohnung hat und weder Geld noch Versicherung, dachte ich, da muss man erstmal einspringen, weil ich ja so beengt räumlich nicht bin. Da ist ja Platz genug. Wo hast du denn gewohnt die letzten 4 Monate? Ich habe jeden einen Monat bei einem Kollegen, der manchmal in 2 Wochen auch so. In dem Moment, wo kein Geld mehr kommt, fallen alle diese Leistungen weg. Er konnte den Sprachkurs nicht mehr bezahlen, raus. Er konnte die Versicherung nicht bezahlen, haben die automatisch abgemeldet. Das Konto war nicht mehr gedeckt, also wird das Konto gekündigt. Und dann steht man da. Ne? Und die Wohnung auch, keine Miete mehr bezahlen. Also heißt, komm, wenn du keine Miete bezahlst, geht nicht mehr. Nimm deine Sachen, guck, wo du bleibst. Und hatte ja Gott sei Dank ein paar Freunde, wo er mal hier, mal da, mal dort bleiben konnte. Aber das ist ja kein Leben, dass man immer mit dem Rucksack rumgeht und jede Woche oder jeden Tag eine andere Übernachtung sucht. Er hat auch mehrere Tage nichts gegessen. Er ist immer mal zum Essen von irgendwem eingeladen worden, nicht? Aber es gab auch Tage, da hat er gesagt, ich habe nichts zu essen gekriegt, es hat sich nichts ergeben. Das ist jetzt anders. Und wie fühlst du dich jetzt hier? Alles gut. Ja. Ja, ja, und die Wohnung gefällt mir sehr, ich habe dir gesagt. Ja, hier ist gut. Seinen Familiennamen möchte Vassell nicht nennen. Er hat Angst, dass seine Familie in Syrien Probleme mit dem IS bekommt. Da wohnst du jetzt? Ja, hier. Wo sind deine Sachen, Kleidung und so weiter? Hier in die Schranke. Alles da drin? Ja, ist da drin. Du hast ja viel Platz hier, ne? Ja. Hast du eigentlich Kontakt zu deinen Eltern? Ja. Wie machst du das dann? Auf Skype. Ja? Skype. Über das Handy, oder? Ja. Ja. Wie geht es deinen Eltern im Moment? Geht. Ja, manchmal gut, manchmal nicht gut. So. Mit seinen Eltern zu sprechen ist schwierig, weil das Netz in Syrien oft nicht funktioniert. Hasib und Nura besuchen jeden Tag einen Sprachkurs, den sie selbst bezahlen. Danach lernen sie oft bis in die Nacht. Ohne Deutsch werden sie keine Arbeit finden. Nachhilfelehrer für die Französisch interessant. Frau Spieker ist heute nicht da. Können Sie morgen noch einmal anrufen? Ja, natürlich. Dann herzlichen Dank. Bitte auf Wiederhören. Bei Frau Siebold haben sie ein eigenes Zimmer und ein eigenes Bad. Auch sie sprechen so oft es geht mit ihren Eltern in Syrien. Aber für die ist eine Flucht nach Deutschland undenkbar. Es ist nicht leicht, alles zurückzulassen und aus dem Land zu kommen. Und selbst wenn du rauskommst, was dann? Man braucht Jahre, um die Sprache zu lernen, besonders wenn man alt ist. Außerdem bräuchten sie viel Zeit, sich an eine ganz neue Umgebung zu gewöhnen. Als Architekt kennt sich Hasib Hajan auch mit Landschaftspflege aus. Angela Siebold kann seine Hilfe gut gebrauchen. Und er ist froh, dass er sich irgendwie erkenntlich zeigen kann. So viele Kaninchen aus dem Stadtpark. Hast du das früher alleine gemacht hier mit dem Garten? Nee, ich habe mit dem Garten eigentlich gar nichts zu tun. Das hat alles mein Mann gemacht. Und ich habe da ordentlich Mühe gehabt, jetzt so die letzten 2 Jahre das selbst zu machen. Und vor allen Dingen jetzt so gerade, ja, so schwere Sachen, die ganzen Töpfe rausstellen und so. Da hat mir dann mein Sohn geholfen und mein Schwiegersohn. Aber es ist jetzt natürlich sehr schön, dass ein starker Mann im Haus ist, der das tun kann.
Vor allen Dingen Rasenmähen, das ist so gar nicht meins. Here in the garden we have some kind of. Hier im Garten gibt es Pflanzen, die sind Unkraut und wenn man sie anfasst, dann passiert das hier. Like if you touch it, you can see what's gonna happen for your fingers. So, und die muss ich überall wegmachen. Ich glaube, Sie reden von Brennnesseln. Die kleinen Pflanzen dort neben der Statue. Ich zeige sie Ihnen. This is what we call Brennnessel. Yes. Das ist Unkraut und es tut weh. Sorry, was? Wie nennen Sie das? Brennnessel. Brennnessel. Okay. Ja. So. Gehst du ganz dahin zur Heizung? Ulrich Pieper ist bei einem Freund von Basel, auch ein Flüchtling aus Syrien. Der hat gerade eine eigene Wohnung bekommen. Jetzt braucht er einen neuen Teppichbelag. Vor 40 Jahren hat Ulrich Pieper den Verein IFAK mitgegründet, der sich heute um junge Flüchtlinge kümmert. Was hat Sie denn damals vor 40 Jahren dazu bewegt, sich da zu engagieren? Das war mein Religionslehrer. Der Gründer, der hat uns damals Jugendliche, wir waren gut in der Schule, aber hatten an sich jetzt nicht viele Aufgaben, die uns irgendwie Verantwortung brachten. Und der hat uns gesagt, er habe eine italienische Putzfrau, die hätte Kinder. Und er hätte festgestellt, diese Kinder würden ganz automatisch, egal wie gut sie in der Schule sind und wie intelligent sie sind, automatisch immer auf die Hauptschule kommen. Und ob wir denn an unserem Gymnasium damals irgendwelche Kinder haben, die von Gastarbeitereltern kommen, haben wir damals so formuliert, Gastarbeiter. Und wir hatten keine. 1000 Schüler, kein einziger war ausländischer Abstammung. Und dann haben wir uns gefragt, wie das wohl kommt. Und dann haben wir in Bochum Befragungen gemacht, Schulen besucht und haben wir gemerkt, die sind alle an Hauptschulen. Okay. Gut, dann sind wir fertig. Ja? Vielen Dank. Bitte, bitte. Okay. Der Lehrer von damals war der Vater von Angela Siebold. Seitdem kennen sie sich. Heute wollen sie auch die Mitbewohner des anderen kennenlernen. Ja. Hallo? Marcel? Ja. Auch aus Syrien. Ah, okay. Ja. Marcel wohnt Nura bei mir. Und Nura bist du? Nura. 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 Nuria. Nura. 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 Und jetzt habe ich Nura. Okay. Da noch Es sei auch eine große Chance, auf diese Weise mehr voneinander zu erfahren, sagen Ulrich Pieper und Angela Siebold. Eines Tages vor 14 Tagen war er in der IFAK und er sagte, ich bin der, der keine Wohnung hat. Dann ist das anders. Dann kann man nicht einfach sagen, da müsste sich der Staat mal drum kümmern oder das muss mal das Sozialamt regeln. Dann ist man ganz anders angesprochen und sagt, warum soll der nicht bei mir wohnen? Ne? Und ich glaube, dass wir da so vorsichtig, bescheiden Öffentlichkeit machen. Jetzt nicht mit Flugblättern, aber dass man einfach sieht, der Nachbar macht das und an sich habe ich doch auch zwei Zimmer frei. Ne? Ja. Sehe ich auch so. Ich fürchte, dass einige da zu bequem zu sind oder zu eingefahren so in ihren eigenen Verhaltensweisen. Dann hat der Sada gesagt. Ja. Und wie geht's dir hier? Gut. Bei Angela, ja? Ja, it's sehr gut.